Hinterdampfradio, das Beste aus der Region. Vor 250 Jahren begann die Einwanderung der Deutschen nach Russland. Es gibt im Stadthaus eine Ausstellung Deutsche aus Russland, Geschichte und Gegenwart von Jakob Fischer und Josef Schleicher. Die Stadt Frankenberg führt vom 20. August bis zum 22. September Integrationswochen durch. Dafür laden wir alle Menschen ein, zum einen bei uns in das Stadthaus zu kommen. Dort haben wir in der ersten und zweiten Etage eine schöne Ausstellung, wo man die ganze Geschichte der Auswanderer der Deutschen dort nach Russland erlebt, auch das, was dann während der Weltkriege passiert ist und vor allen Dingen auch, wie die Menschen wieder zurückgekommen sind. Und deshalb wollen wir speziell am 31.08. einen Tag der Begegnung durchführen, wird in der Eder-Bergland-Halle sein, ab 14 Uhr mit einem gemischten Programm deutscher Gruppen, aber auch russlanddeutscher Gruppen, und wir hoffen ganz einfach, dass wir viele Menschen in die Eder-Bergland-Halle bekommen. Wir haben auch wieder die Ausstellung, die wir hier jetzt in unserem Stadthaus haben, noch einmal in der Eder-Bergland-Halle, und wir laden auch gerne alle Vereine ein, denn wir wollen ja die Integration auch in den Vereinen haben, sich zu präsentieren, neue Vereinsmitglieder zu gewinnen bzw. einfach in Kontakt zu kommen, sodass wir auch eine Vereinsförderung machen können. Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten des Stadthauses besichtigt werden, und am 31. August ist sie im Foyer der Eder-Bergland-Halle zu sehen.